Hier ist Anfield mit ihren Kommentatoren Manni Breukmann und Frank Buschmann. Sogar die Ernährungslage ist hier super. Also es stimmt alles. Lass mich mal eben wieder in die Bratwurst beißen. Sag du doch mal einfach was. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel und wir haben fantastische Plätze hier oben. Barry. Company. Barry. Er attackiert, er will den Ball. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen. Nigel de Jong. Kann er sich den Ball holen? Jawohl, da hat er klären können. Attacke auf den Gegner. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Der Ball tanzt durch den Strafraum. Und der Ball geht ins Aus. Es wird Abstoß geben. Barry. James Milner. Jetzt greift er den Gegner an. Attacke auf den Gegner. Und jetzt ins Tor. Genau auf den Keeper. Liverpool kriegt die Kugel. Joko. Ich freue mich schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Er kann einfach alles mit dem... Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Ganz schnell der Freistoß ausgeführt. Ballverlust. Steven Gerrard profitiert davon. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Jetzt greift er den Gegner an. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Adam Johnson. Oh! Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Und der muss jetzt rein! Ja, war der Torwart jetzt so gut oder war der Spieler so schlecht? Für mich war es der Keeper, der da sensationell reagiert. Und da geht... Jetzt spielt ihn doch nach vorne! Adam Johnson, Tevez. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Das ist die Endstation für den Pass von Steven Gerrard. Tevez. Achtung! Erstmal, da ist nichts draus geworden aus der Einzelaktion. Der Gegner ist erleichtert. Ball im Aus, gibt Einwurf. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Er greift ihn hartnäckig an. Fernando Torres. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Und er ist drin! Das bedeutet Rückstand für den FC Liverpool. Jetzt greift er ihn an. Er hat... Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Tevez.
der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen. Aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Agger. Fernando Torres. Gutes, schnelles Passspiel. Dirk Kuyt. Er grätscht hinein. Steven Gerrard am Ball. Agger. Abela jetzt in Zweikampf. Es muss Einwurf geben. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Er versucht den Ball abzugrätschen. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Also der Schiedsrichter weiß wirklich, was er tut. Jetzt ermahnt er ihn. Und gleich, wenn es so weitergeht, gibt es eine Karte. Ja, und jetzt muss er sich von der Spielweise her natürlich ein bisschen drauf einstellen, muss sich ein klein wenig zurücknehmen. 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Wer die maßlose Hoffnung auf viele Tore hatte, der ist jetzt etwas enttäuscht. Aber es gibt ja diesen berühmten Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Fernando Torres. Jetzt greift er den Gegner an. Er taubt. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Tevez. Agger. Colotori. Und da geht er vehement in den Zweikampf. James Milner. Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Das ist es! Der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne. Oh, wenn das mal keine Fehlentscheidung war. Ich glaube, es war gleiche Höhe. So, jetzt überlegen Sie doch mal. Möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gut sauber. Tevez. Guck mal hin! Zweites Tor wäre schön gewesen. Aber da ist er wieder, der Konjunktiv. Ja, weil da ein Torhüter hinten drin steht, der seinen Job richtig gut macht. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Ja, will er aus dieser Distanz. So mancher Fan hier hatte den schon drin gesehen. Jetzt wird gewechselt. Tevez. Super. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Hier sehen Sie im Vergleich die Statistik der Torschüsse von... Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Ein neuer Mann soll mithelfen, die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. So sieht ein Pass aus. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt sieht er die gelbe Karte, Buschi. Ja, und ab jetzt einfach mal einen Gang runterschalten, sonst fliegt er hier. Michael de Jong.
Tevez. Gute Torchance. Großes Fußballkino. Ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Gut geklärt von ihm. Gefährliche Flanke. Flanke bleibt erfolglos. Er sucht den Zweikampf. Er attackiert. Tevez. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Da geht er in den Gegner rein. Abel. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Ein Torjäger sieht gelb, Buschi. Ja, und jetzt muss er aufpassen, denn wenn die alles wollen, dann nur nicht, dass ausgerechnet er vom Platz muss. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Tevez. Er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Tevez. James Milner. Adam Johnson. Abela hier. Auch der Übeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß. Sicher in der Ballbehandlung. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Da wird der Trainer zufrieden sein. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Company. Und da attackiert er ihn. Setzt sich schön durch. Den Ball, den kannst du eigentlich gar nicht halten. Ja, überragend gemacht. Eine schlechte Flanke. Jetzt greift er den Gegner an. Ein sehr schöner Pass. Schöner Pass. Gut. Da spielt er richtig gut. Diesmal hält er ihn fest. Klasse Parade vom Torwart. Das gibt's doch gar nicht. Und? Hinten gut gestanden. Vorne zwei geschossen. Endresultat 2:0. Also es wird...